Ich war eingeladen bei der Arbeitsgruppe Arbeit 4.0 der Arbeits- und Sozialministerkonferenz. Dort treffen sich die Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen der Arbeits- und Sozialministerien der Bundesländer. Sie wollten meine Sicht auf Bildung und Qualifizierung der Zukunft kennenlernen und ich bin dahin gefahren. Ohne Honorar, aber dort fand das Ganze statt. Ich möchte euch jetzt hier einen Zusammenschnitt geben dessen, was ich dort vorgetragen habe, damit auch ihr auf dem Stand seid. Transparenz können wir das nennen. Besteht Handlungsbedarf bei Arbeit 4.0? Das ist die zentrale Frage und in meines Erachtens sollten wir zwei Zeithorizonte dabei uns vor Augen führen. Das sind einmal der Zeitpunkt in 20 Jahren, wenn die Automatisierung und die ganzen Maschinen zugeschlagen haben werden und vielleicht viele Arbeitsplätze vernichtet haben, vielleicht auch neue haben entstehen lassen, wer weiß, niemand weiß. Und das andere ist der Zeitabschnitt, was passiert heute und wie wollen wir den Weg dahin gestalten? Weil im Moment besteht noch Gestaltungspotenzial, man muss aber reingehen, man muss da mitmachen. Fangen wir vorne an. Werfen wir einen Blick auf das internationale Tableau. So sehen wir, dass der Internetzugang seit dem Beginn der 1990er Jahre kontinuierlich und stabil linear anstieg. Heute verfügen ca. 3,5 Milliarden Menschen weltweit über Internetzugang. Wenn wir diese Entwicklung weiter fortführen, so linear, dann können wir für das Jahr 2020 etwa 4,5 Milliarden Menschen mit Internetzugang erwarten. Aber wir befinden uns in der Zeitenwende, sagt die Singularity University auf ihrer Konferenz hier in Berlin im April 2016. Und zwar, Google testet aktuell in seinem Projekt Loon die Ballons, die in entlegene Gebiete gutes LTE bringen sollen. Bereits in diesem Jahr startet der Rollout. Sie werden aktuell schon getestet, ist keine Zukunftsmusik, wird geschehen, passiert. Google hat aufgekauft, ein Drohnenanbieter, der ursprünglich mal gestartet ist, um Verkehrssituation Maps zu erstellen. Eine Drohne, die solargetrieben ist und die 5 Jahre in der Luft bleiben kann. Google wird sie nutzen, um auch Internetzugang in entlegene Gebiete zu bringen. Es war ein harter Konkurrenzkampf mit Facebook, die das eigentlich auch aufkaufen wollten. Aber das sind alles Übergangslösungen, weil Google hat laut der Washington Post einen Fonds eingerichtet, mit dem sie bis zu 180 Satelliten in den Orbit schießen können und diese Satelliten werden weltweit einfach Internet bringen, kostenlos, einfach so. Und man muss sich das nicht diese Satelliten so vorstellen wie die große ISS, sondern das sind ganz kleine Schuhkartons, die dort in der näheren Umlaufbahn rund um die Erde dann kursieren werden. Die kosten zwischen 25.000 und 100.000 US-Dollar, also durchaus erschwinglich. Und das scheint der neueste Hype zu sein, dass Unternehmen das Übergehen ihren eigenen Satelliten da oben rund zu führen. Im Übrigen, also weil ich ja auch jetzt nur Google angeführt habe, wie gesagt, Facebook ist ebenfalls dran an dem Thema und Elon Musk mit seinen SpaceX-Raketen. Auch diese wollen Internet ins Netz bringen, es führt kein Weg dran vorbei. Wir werden überall Internet haben, egal ob die Politiker das wünschen oder nicht. Und die Singularity University geht davon aus, dass im Jahre 2020 8 Milliarden Menschen auf der Erde ungefähr leben werden und dann eigentlich alle Internetzugang haben, theoretisch. Und das ist nur eins der vielen Beispiele der exponentiellen Phase, in der wir uns befinden, laut der Singularity University. Also bislang ging alles schön stabil nach dem Mooreschen Gesetz, irgendwie immer schön linear bergauf. Und jetzt gibt es diese radikale Entwicklung. Und das ist 2020, in 4 Jahren. Es werden 99% der Bevölkerung Internetzugang haben, sagen wir jetzt mal 99, weil vielleicht gibt es in irgendeinem Erdloch dann doch keins. Zumindest potenziell hätten sie Zugriff darauf. Und damit ist der Weltmarkt eröffnet. Der Online-Weltmarkt für unsere Produkte und Dienstleistungen, wo auch immer wir sie hin vertreiben wollen, und genauso für Dienstleistungen, Produkte von anderswo.
weil da warten viele Menschen nur darauf, dass sie genau diese Möglichkeit haben, um sich aus ihrer Gefangenschaft der Armut zu befreien. Das Internet der Dinge ist somit Standard. Menschen sind miteinander vernetzt und das Nadelöhr existiert nicht mehr, weil der Zugang ist kostenlos, steht kostenlos zur Verfügung. Mobilität, Kommunikation und Energie werden bald kostenfrei sein, sagt die Singularity University, und damit sind die Karten neu gemischt. Damit ist auch der Zugang zur Bildung universell vorhanden, weil, wobei dieser Slogan ja immer suggeriert, man könnte Bildung einfach so konsumieren, sei es in Text, Bild oder sonstigen Medienformaten. Dem ist mitnichten so, wir wissen das, dass der Nürnberger Trichter noch nie existiert hat. Und hinzu kommt heute noch, dass niemand mehr dem Bescheidwisser geben kann. Niemand weiß, wie es in 3, 5 oder 10 Jahren aussehen wird und was man dazu braucht. Insofern müssen wir ganz neu anfangen zu überlegen. Theoretisch ist also somit der Zugang zu Bildung jetzt universell vorhanden. Es ist aber und bleibt eine theoretische Aussage, die letztlich wenig besagt. Denn es kommt darauf an, dass die Menschen diese Potenziale für sich auch konstruktiv nutzen können, die sich ihnen mit dem kostenlosen Internet bieten. Sie müssen die erstmal nutzen lernen für sich. Sie müssen die Inhalte konstruktiv für sich nutzen können. Aber dies beherrscht kaum jemand, weil wir es alle nicht gelernt haben. Und es ist mühsam für erstmal am Anfang und man muss da reinwachsen. Man wächst allerdings schon da rein, weil die Menschen in den sozialen Netzwerken immer stärker unterwegs sind. Sie beginnen sich global zu vernetzen und voneinander zu lernen. Hier sehen wir eine Weltkarte der dominantesten sozialen Netzwerke pro Land. Blau ist Facebook und wir konnten in den letzten Jahren sehen, wie die so nach und nach den gesamten Erdball nach und nach blau eintunkten, außer im asiatischen Raum. Und wenn hier einzelne Staaten in Afrika noch nicht blau markiert sind, dann liegt das daran, dass es noch nicht genügend statistisch verwertbares Material gibt. De facto wissen wir aber auch, dass gerade in Afrika Internet und Facebook gleichgesetzt werden. Also jeder, der Internetzugang hat, geht auf Facebook. Und das ist aber auch hier, führe ich das jetzt nur an, als Symptom einer global vernetzten Welt. Die Menschen sind aktiv. Sie sind bereits dort. Es muss sie keiner mehr hinführen. Aber sie sind in den einzelnen Ländern unterschiedlich aktiv in den sozialen Netzwerken. Wenn wir nämlich tiefer hineinzoomen in diese Länder, dann sehen wir, dass sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland die Menschen mit hoher formaler Ausbildung, das sind hier die blau markierten, seltener sich in den sozialen Netzwerken bewegen als die Menschen mit niedrigerer formaler Ausbildung. Das ist in anderen Ländern anders. Und könnte ein Grund sein, warum sich hier so eine Hate-Speech-Kultur ausgeprägt hat. Wenn Menschen im Netz ihre informelle Bildung ja genießen, dann ist es meines Erachtens ein wesentlicher Faktor, dass verantwortungsvolle Bürger, wie auch immer sie formal ausgebildet sind, sich aber dort einbringen in dem Netz und die Kultur eines konstruktiven Austausches vorleben. Das ist essentiell. Wer jetzt sagt, es geht mich nichts an, interessiert mich nicht, will damit nichts zu tun haben, der sollte sich vergegenwärtigen, diese Netzkultur prägt auch unsere Alltagskultur vor Ort. Und zwar zunehmend, je mehr die Menschen die Netzkultur nutzen und sich dort austauschen, desto stärker wird diese auch zurückschwappen in die Alltagskultur, face-to-face, auf der Straße. Das heißt, wenn man diese Kultur mitprägen will, muss man da rein, in dieses Netz, um sie dort zu prägen. Manche können allerdings gar nicht sich da einbringen. Es gibt hier eine Grafik des Breitbandindex. Es gibt bestimmte Regionen, die sind so schlecht ausgestattet mit der Infrastruktur, dass sie kaum Zugang haben zu Facebook und insofern auch gar keinen Zugang haben zu der Weltkultur, die dort vorhanden sein könnte, wenn man sie denn nutzen könnte. Diese rot markierten Flächen hier, das sind die Regionen, die am wenigsten aktiv sind auf Facebook. Es hat natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Teilhabe von Menschen, wenn sie nicht auf Facebook unterwegs sind oder sonst wo im Netz unterwegs sein können, weil sie keine Infrastruktur zur Verfügung stehen, weil ihnen der Internetzugang fehlt. Es existiert also ein Digital Divide, der sich weniger an den globalen Grenzlinien entlang schlängelt, als entlang der Netzwerkdurchdringung in den einzelnen Regionen und auch hier zum Beispiel das hochentwickelte Land Deutschland zum Beispiel prägt. Und der sich dann auch in der jeweiligen Kultur vor Ort niederschlägt, weil halt nur die Menschen, die dann in den Netzen aktiv sind, dort auch wiederum in die Kultur sich das hineintragen.
Man muss sich das wirklich vergegenwärtigen. Das Netz prägt die Kultur auch auf der Straße. Jetzt werden manche sagen, aber wird die Bedeutung des Netzes für die Bildung und Qualifizierung hier nicht viel zu hoch veranschlagt? Jane Hartz, eine sehr bekannte, gute Weiterbildungsexpertin aus Großbritannien, die seit Jahren verschiedene Learning Professionals befragt nach ihren 10 wichtigsten Tools für die persönliche Weiterbildung oder für die sie selbst in ihren Lehr- und Lernszenarien einsetzen. Seit Jahren befindet sich Twitter auf Platz 1. Das ist das beste Tool für die persönliche Weiterbildung. Das kann ich nur bestätigen, auch aus meinem eigenen Netzwerk. Das sagen alle, die darin aktiv sind. Und das ist auch ein Grund, warum sie dort so aktiv sind. Und jeder, der es schafft, länger als ein Jahr dort sich zu betätigen und da sein Netzwerk aufzubauen, der wird diesen Mehrwert erfahren. Man wird ihn nicht von außen betrachtend da erkennen können. Man muss reingehen und sich da langsam nach und nach ein sinnvolles, gutes Netzwerk aufbauen. Interdisziplinär, transdisziplinär, möglichst aus verschiedenen Ecken kommend, sich Leute holend, denen man folgt und mit denen man sich dann vernetzt. Nirgendwo sonst lernt man so vieles wie auf Twitter. Und das liegt es natürlich in der Qualität des persönlichen Netzwerkes, wie viel und was man da lernt. Und das ist eine Kompetenz, die heute eigentlich jeder sich aneignen können, müsste, sollte. So, und wenn wir uns das alles da vor Augen führen, dann ermöglicht uns das Netz nicht primär einen besseren Zugang zu Bildung, sondern es ermöglicht uns, uns universell zu vernetzen und dann gemeinsam zu überlegen, wie die Zukunft ausschauen könnte und sich so wechselseitig weiterzubilden im vernetzten Austausch. Das bedeutet Bildung im 21. Jahrhundert. Das geschieht bereits heute. Praktiziert von denjenigen, die sich im Netz bewegen und es nicht nur als reine Vertriebskultur und Vertriebskanal für die eigenen Produkte und Dienstleistungen ansehen. Das war das Internet der Menschen und jetzt kommt die nächste Stufe. Wir befinden uns bereits an der Schwelle. Es kommt das Internet der Dinge. Bislang haben wir uns das Internet immer als sowas Externes vorgestellt. Wir gehen rein ins Internet. Wir haben ein Bildschirm, über den wir in das Internet hineingehen. Sei es ein PC-Bildschirm, ein Tablet, ein Notebook, ein Smartphone, eine Smartwatch, whatever. Wir nutzen einen Bildschirm, um ins Internet zu gehen. Wo wir uns jetzt befinden, ist auf der Schwelle hin, dass wir hineingehen in das Internet. Alles um uns herum wird vernetzt sein, alle Menschen, alle Produkte, alle Maschinen, alles ist mit dem Internet verbunden. Und wir sind Teil dessen. Wir werden also Teil des Internets und wir werden uns wahrscheinlich dann noch so ein paar weiße analoge Flächen und Ecken suchen und aufbauen, in denen wir so wellnessmäßig uns mal von dem digitalen Rauschen erholen. Aber im Großen und Ganzen wird die Welt vernetzt sein. Das geschieht, ob man es will oder nicht. Die Frage, wie es ausschauen wird, ist eine Frage derjenigen, die das mitgestalten. Und insofern befinden wir uns im Moment an so einer Weggabelung. Nehmen wir die blaue Pille oder nehmen wir die rote Pille? Das ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Nimm die blaue Pille, die Geschichte endet, du wachst in deinem Bett auf und glaubst, was du auch immer glauben willst. Nimm die rote Pille, du bleibst hier im Wunderland und ich werde dir zeigen, wie tief das Kaninchenloch reicht. Sagen wir mal, die nehmen die blaue Pille. Kümmern wir uns also nicht mehr weiter um die Zukunft von Digitalien, überlassen das einfach wie gehabt den Technokraten und schauen wir, was da rumkommt. Kann man machen. Oder wir nehmen die rote Pille, bringen unsere aller professionelle bisherige Erfahrung damit rein, in diese Zukunftsgestaltung, aufgewertet um die technologischen Potenziale, die wir ja alle irgendwie lernen müssen voneinander. Ich persönlich präferiere die rote Pille. Nur wenn wir uns für die rote Pille entscheiden, dann brauchen wir eine Vision. Dann können wir nicht mehr weiter wie bislang irgendwie auf Sicht fahren, sondern wir brauchen irgendwo im Horizont irgendwo eine Vision, wo wir hinwollen. Wie soll das Ganze aussehen? Was sind unsere Leitplanken? Das sind die Fragen unserer Zeit. Und man könnte jetzt darüber nachdenken, das ist nur mal eine Frage, eine offene Frage von mir, ob wir vielleicht mal darüber nachdenken wollten, wie eine soziale Marktwirtschaft 4.0 denn ausschauen könnte. Das ist die Frage und wir gehen den in dem nächsten Video weiter nach. Bis dahin, macht's gut, bye bye, ciao.